Hi, wir machen heute mal eine Teriyaki-Soße. Teriyaki ist japanisch und bedeutet so viel mit Glanz gebraten, wörtlich übersetzt. Und diese Soße eignet sich super zum Marinieren von Fisch, von Fleisch. Ich habe es ja schon mal bei meinem Flanksteak gemacht. Eine richtig leckere Soße, passt aber auch zu Sushi. Wie man es macht, zeige ich euch heute. Ja, an Zutaten haben wir da erstmal hier unseren Knoblauch, das sind 50 Gramm, ist schon eine ganz ordentliche Menge. Eine etwas größere Zwiebel, hier haben wir ungefähr 200 Gramm braunen Zucker, etwas Sherry. Ihr könnt natürlich auch Reiswein nehmen, aber Reiswein ist schwierig zu bekommen, also nehme ich Sherry, der geht auch. Dann haben wir hier Sojasauce, da brauchen wir auch ungefähr so 200-250 Milliliter, drei Orangen dazu. Und etwas Erdnussöl zum Anbraten. Erdnussöl ist nicht so intensiv im Geschmack wie Olive und lässt sich sehr, sehr hoch erhitzen. Dann brauchen wir noch einen Topf dazu, ein Messer und diese Reibe für die Orangenschale. Die Orangen, bevor wir die benutzen, waschen wir die heiß ab, weil da können ja immer noch Schadstoffe dran sein. Wenn man die Schale dann benutzt, unbedingt heiß abwaschen und gut abtrocknen. Ja, die wichtigste Zutat hätte ich fast noch vergessen, das ist nämlich Ingwer. Ingwer ist so eine Wurzel, eine Knolle, die relativ scharf werden kann. Die brauchen wir auf jeden Fall unbedingt dafür. Einfach klein schneiden, genauso wie Zwiebeln und Knoblauch. Und damit fangen wir jetzt erstmal an. So haben wir schon mal klein gehackt und jetzt gehen wir damit mal in die Küche und machen da weiter. So, jetzt geben wir als erstes mal etwas von dem Erdnussöl hinein. Wenn das jetzt anfängt, ja, so Blasen zu werfen, ja, Blasen wirft es nicht, aber man sieht es, dass es dann noch heiß ist. Dann geben wir Knoblauch, Zwiebeln und den Ingwer hinzu. Und braten das Ganze etwas an. Und in der Zwischenzeit nehmen wir uns die Orangen und reißen da so ein bisschen die Zesten mit runter, also die Schale. Ja, das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Das, was jetzt quasi hier dran ist, brauchen wir noch, nicht wegwerfen. Und das machen wir dann so rundherum um die Orange. So, nachdem das ein bisschen angebraten ist, geben wir dann den Zucker hinein und lassen das Ganze ein bisschen karamellisieren. Und auch direkt die Orangenzesten. Das Ganze löschen wir jetzt ab mit der Sojasauce. Und den Saft dreier Orangen. So, da haben wir mal eine Orange gepresst, das geben wir einfach hier mit rein. Mit den anderen beiden sieht es dann genauso aus. So, das haben wir jetzt so zusammen alles hinzugefügt. Und jetzt kommt noch etwas Sherry hinzu. Je nach Geschmack. Ordentlichen Schuss. Und das Ganze bleibt jetzt auf dem Herd für ungefähr eine Stunde, dass sich das ein bisschen einreduziert, ein bisschen einkocht und dann gucken wir es uns gleich nochmal an. So, nach einer Stunde ist die Soße schön eingekocht. Sieht jetzt so aus. Und jetzt gießen wir das Ganze mal ab, weil wir nur die Soße brauchen und den Rest eigentlich nicht. Ich habe es jetzt nicht allzu sehr
reduzieren lassen, damit ich dann nachher noch ordentlich mit marinieren kann, wenn man das Ganze als Soße verwendet, als Dip für Sushi zum Beispiel, dann kann man das noch ein bisschen dicker werden lassen, weil Teriyaki ja generell eine etwas dickere Soße ist als Sojasoße. So, das drücken wir ein wenig aus. So, probieren wir mal. Kräftige Soße geworden. Man schmeckt auf jeden Fall den Ingwer raus. Man schmeckt ein bisschen Frucht raus, den Zucker, es ist ein bisschen süß, leicht scharf. Gute Soße. Ja. Und heiß. Die lassen wir jetzt noch ein bisschen abkühlen und dann können wir damit auch noch ein bisschen marinieren. Ja, wenn es euch gefallen hat, probiert es mal aus. Wie gesagt, als Dip zu Sushi ist das geeignet, als Marinade für Fisch, Geflügel und sogar für Fleisch. Gibt einen super Geschmack ab und ist mal was anderes. Ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, einen Kommentar, freue ich mich auch immer sehr drüber. Ja, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Westmünsterland Barbecue. Ciao!